Servus Leute, willkommen zurück zu Tornado Golden Country in Aletta immer noch. Aber das werden wir wahrscheinlich jetzt gleich verlassen, beziehungsweise bald. Wir müssen erstmal diese, genau, das war da, ja, in der Wüste war irgendwas, was man nicht nehmen durfte oder nicht abkriegen durfte und so bla und ja. Das ist wie in One Piece mit den LSD-Pilzen, die in der Wüste wachsen, ja, das war auch ziemlich lustig. Na gut, ich weiß nicht, warum mir so viele Referenzen zu One Piece einfallen. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich es lese. Hallo Mungo. Der Arzt, der ist wirklich Mungo. Kannst du auch gleich Mungo nennen. Hey, Prinz Adam und ihr habt eure Gefolgsleute bei euch. Lasst mich raten, ihr seid hier, um die nötigen Vorkehrungen für eine Reise durch die Wüste zu treffen, richtig? In der Tat, Mungo, wir haben auch schon ausreichend Pickenmöhren und Nestessenz mitgebracht. Wie vorausschauend, ihr ahnt nicht, wie sehr es mich freut, mein Bild von euch so bestätigt zu sehen. Der ganze Widerstand sowie das Volk von Aletta sind sehr erfreut, wie ihr euch gemacht... Oh Mann, es ist ein alter Mann. Wie ihr euch gemacht habt. Es scheint, ihr habt nun die Kraft gefunden, die Bürde Tornas zu schultern, euer Majestät. Es tut mir leid, Mungo, aber ich fürchte, ich kann nicht ganz folgen. Dass dieser Tage endlich naht. Oh, die langen Jahre, die ich wartete, bis ihr, mein Prinz, endlich den Thron besteigt. Adam, das hast du doch nicht etwa vor, oder? Nein, der Gedanke kam mir niemals in den Sinn. Was soll das alles, Mungo? Nun ja, unser König hat ein gütiges Herz, zu gütig vielleicht, um zu tun, was getan werden muss. Viele der Untertanen wünschen sich eine starke und entschlossene Führung, wie sie nur der Prinz leisten kann. Ich muss zugeben, du bist zum Anführer geboren, Adam, da kann selbst ich nicht mithalten. Euer Majestät, wie könnt ihr so etwas sagen? Prinz Adam ist eine große Persönlichkeit, aber ihr steht ihm in keinem Fall nach. Ich stimme Ägeon vollumfänglich zu, euer Majestät. Ihr seid ja auch manipulierte Klingen. Nein. Ja, ich bin ein toller Hecht, aber ich würde nie einen rechtmäßigen Herrscher stürzen. Ich reise in die Hauptstadt, um Torna zu beschützen, nicht um es zu übernehmen. Tatsächlich? Das ist aber eine Schande, wenn ihr mich fragt. Ich weiß nicht, ob du das ernst meinst oder nicht, Mungo, doch selbst Andeutungen dieser Art sind bereits unklug. Prinz Zeta ist regelrecht paranoid. Wenn er so etwas hören würde, könnte es schnell hochhergehen. Hochhergehen ist gut, ich würde mich sicher zu Tode amüsieren. Ha, in der Tat, für dich selber wäre das wohl nicht so lustig. Nun, ich für meinen Teil bin ganz gerührt von eurer Loyalitätserklärung, euer Majestät. Ich verspreche, von nun an etwas diskreter zu sein, was meine Hoffnung auf eure Thronbesteigung betrifft. Dann kannst du auch aufhören, mich Majestät zu nennen. Nun denn, wackerer Apotheker, für welche Summe können wir die geschätzte Wüstenmedizin erwerben? Ah ja, der Zweck eures Besuchs vergebt mir, so weit abzuschweifen. Da ich nun alle Zutaten habe, muss ich sie nur noch im richtigen Verhältnis vermengen. Kann ich mal einen Schluck trinken? Schon fertig. Wüstenmedizin für 5 Personen, wie gewünscht. Wüstenmedizin 5-mal. Danke, Mungo. Nun gut, jetzt können wir endlich die Brücke von Lett überqueren und nach Auresco gelangen. Ich bete, dass ihr eine gute Reise haben mögt, euer Hoheit. Das ist auch nicht besser, oder? Euer Erlauchtest oder sowas. Wüstenmedizin. 2 Sterne am Tag reichen aus. Ja, gut, dann können wir los. Moment mal, der Arzt hatte doch auch noch irgendeine Aufgabe für uns. Vielleicht erstmal eine kurze Nebenmission. Genau, hier. Du sollst für ihn Penicillin sammeln. Wo finde ich denn das Zeug? Da vorne. Ich würde sagen, wir laufen einfach erstmal in die Richtung. Ich muss ja sowieso in die Richtung. Bei der Drutan-Klippenkolonie in Torna. Hä? Ich soll nach unten? Wie darf ich denn das jetzt verstehen? Haha, Surprise! Oh Mist, irgendwer hat's noch auf mich... Hä? Oh, ich dachte schon. Ich dachte jetzt wirklich schon, hier wäre vorbei. Das wäre ein mieser Troll gewesen. Ich habe ein paar grüne Fässerchen Na gut, dann muss es jetzt sein. Das Vieh will es unbedingt wissen, dann müssen wir es halt jetzt wirklich auch platt machen. Tut mir leid für das Vieh, ist es immerhin... Naja, wir können es essen. Es ist ein Truthahn. Mach denn das Mistvieh? Wechseln! Oh,
Ja, von der Seite haben wir angegriffen. Richtig viel Schaden. Los, Jin, nochmal. Hitzeschub. Und das war's schon. Das Vieh war nun wirklich nicht sehr schwer, war ja auch immer in 7 Level unter uns. Es hätte eigentlich gar nicht mehr angreifen müssen, aber es wollte es halt wissen. Einmal Panazillin. Zweimal Panazillin. Oh, das ist jetzt aber übel. Vor allem, das sind ganz schön viele. Dann machen wir erstmal die Buraganum. Die Buraganum. Mann, das ist ein schwieriges Wort. Hä, wo ist das Vieh jetzt hin? Oh, warum werde ich immer gefokust? Immer ich? Das gibt's doch nicht. Gut, jetzt nicht mehr. Wenigstens mal. Ja genau, geht alle auf Brigitte, das ist nämlich wichtig. Wie kann das ab? Oh, ich muss mal die Klinge wechseln. Heilung, sehr schön. Die Heilung ist einfach genial. Okay, ich kann doch, da, wenn ich jetzt Feuer einsetzen kann, komme ich zu einem kritischen Pfad. Vielleicht habe ich sogar die letzte Attacke dafür. Nein! Genau. Die Frage ist, ob ich auch die letzte Attacke habe. Nee, habe ich nicht. Na gut. Ja, setz mal Blitzleuchten ein. Und dann kann ich auch... Oh, verdammt, da habe ich jetzt zwar ein zu schnell. War aber krass. Huch, was? Da kommt ja noch was. Damit hätte ich jetzt nur nicht gerechnet. Piss. Nice. Haben wir sie doch alle fertig gemacht. Haben zwar keine Level bekommen, aber wir stehen... Huch, ist ja noch einer. Ach, ein Siegespfahl. Natürlich. Den habe ich natürlich vergessen. Aber der hat uns auch kein neues Level gegeben. Das war ja mickrig. 22 EP. Das hätte ich auch vergessen können. So, das grüne Fass auf jeden Fall mitnehmen. Oh, da war gar keine drinne. Ich müsste doch langsam echt alle Tafelstücke beisammen haben, oder? Und es geht noch weiter runter. Ach ja, stimmt, hier drüben. Ich will jetzt nicht die Leiter nehmen, das dauert mir zu lange. Oh, da ist ein einzigartiger Truthahn. Na ja, gut, vorbei. Riesiges grünes Fass. Scheiße, Superkräfte fehlen. Mist. Und wie immer muss ich aber erstmal kurz nachgucken, was ich denn dafür brauche, um das zu verbessern. Also ich könnte es machen, aber ich muss. Verwende Aegeons Lieblingstaschen-Item Amulett der Weitsicht. Ich denke mal nicht, dass ich das habe. Nee, Amulette wären wahrscheinlich hier Talisman. Ja, na gut, dann... vielleicht kann ich es dann aber schnell mal am Lagerfeuer herstellen. Das wäre ja ziemlich cool. Dann könnte ich nochmal schnell hierher gehen. Das einzige Problem ist dieser Drutan dort. Und zwei Vögel halt. Denn an denen komme ich nicht vorbei, ohne dass die mich angreifen. Das wäre jetzt wirklich ziemlich nice. Cool. Ne, muss ja nicht sein. Das war ja super. Es hat einfach funktioniert. Dann können wir nämlich gleich die Quest noch abschließen und dann mal wegen dem Talisman gucken. Dann vielleicht nochmal zu dem Fass gehen, nur damit wir es haben. Und hier oben standen, glaube ich, auch noch ein paar Fässer. Mensch, überall haben die Trutans Fässer stehen. Das sind ja richtige Suffköppe. Da, ich sehe doch schon eins. Nee, das war ein Sammelpunkt. Ups. Ah, nee, doch, das war ein gutes Punkt. Ja, doch, war ein Fass. Natürlich auch alle Sammelitems mitnehmen, braucht man. Ja, immer her, immer her, immer ran. So, ich danke.
Die haben sich jetzt nicht wirklich für mich interessiert. Ja gut, könnte halt machen. 4 Gegner auf mich, oh je. 5. Und alle wieder weg. Wenn die Quest halt so schnell geht, dann ist das wirklich gut. Das ist nette Erfahrung, die wir brauchen können. So, hier, Herr Arzt, sehe ich da etwa Penicillin. Beeindruckend, ihr habt das Penicillin besorgt und seid nicht annähernd solidiert wie eure Vorgänger. Ausgezeichnete Arbeit. Diese groben Klötze von der Armee könnten einiges von euch lernen. Das würde mir das Leben so erleichtern. Ups. Aber vielleicht sollte ich auch keine simplen Fußsoldaten mit Helden eures Kalibers vergleichen. Auf jeden Fall danke für die Hilfe, jetzt sollten wir eine Weile versorgt sein. Der schmiert mir einfach zu viel Honig ums Maul. Ich werde darüber ganz abgehoben. Mir fehlen echt nicht mehr viele. Noch 2 Quests muss ich machen. Was stand da jetzt? Ich hab's vergessen. Oh, ich hab nicht richtig gelesen, Kacke. So, dann gucken wir mal wegen dem Weitsicht-Ding. Items herstellen. Das war doch... Genau das kann ich nicht machen, weil mir noch ein Tränenlavendel fehlt. Och, Mann. Und vor allem... Ne, da muss man wieder so... Also brauchen wir wieder so tolle, seltenen Items. Mist. Mist, Mist, Mist. Ach Moment, ich kann ja mal gucken, ob ich vielleicht doch noch irgendwelche anderen Items verwenden muss. Nur für den Notfall. Fertige mit Mitra Items an. Mit Mitra, okay. Fertige mit Djinn Items an. Verwende Fleisch, okay. Verwende Fleisch, gut. Pfefferhasid. Nur einen. Und das gibt dann Macht des Lichts. Na gut, ist jetzt nicht. Beeinflusst Äthermiasmen. Gut, dann gucke ich nochmal kurz nach dem Pfefferhasid. Ganz, ganz kurz. Weil dieses Item herstellen ist doch ein sehr zentraler Spielbestandteil. Genau, das wollte ich sagen. So, Items herstellen. Gin, dem Pfefferhasid. Wo ist er denn? Da ist er. Und ich kann ihn sogar herstellen. Ohne massig Items zu verschwenden. Und Desserts ist das hier nicht. Wer macht denn Desserts? Ausgewogene Kost. Talismane kochen. Naja, das sieht aber auch nicht wie... Na, wahrscheinlich habe ich das noch nicht. Na, obwohl... Moment mal. Aegeon, ausgewogene Kost, da wird doch wohl, wenn ich hier... Süßer Kohlkopf. Na gut, nee, ich lasse das. Aber das, dem Pfefferhasid setze ich trotzdem ein. Oh, das Item, also ganz besonders beliebt bei Mitra. Cool. Na gut, war ja irgendwie klar. Yep, wie sieht's bei ihm aus? Na, kann ich noch nicht so. Hier drüben halt will ich gerade gucken. Öffne Schatten. Mir fehlt noch eine einzige Schatztruhe. Das könnte ich vielleicht, würde das wahrscheinlich zählt das Fass als Truhe. Und dazu bräuchte ich halt Superkräfte. Ach, ist das, das ist traurig. Oh, schwimme eine bestimmte Anzahl an Pets. Oder Pets? Pets. Na gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt die Schnellreise, sonst schaffen wir heute gar nichts mehr. Und dann geht's noch ein Stück weiter. Heute ist ja auch ein cooler Tag. Heute ist tatsächlich schon Tokyo Ghoul Reband 14 erschienen. Na gut, heute ist so ein sehr vager Begriff, weil wir immer im Voraus aufnehmen und immer solche etwas längeren Sessions machen. Das ist immer so ein, ja, recht vager Begriff.
aber auf jeden Fall vorm Release. Und das ist immer super. Ist jetzt auch noch ein Band. Ach nee, nicht. Ach, hätte ich mich vorbeigeschlichen. Ich habe jetzt echt irgendwie damit gerechnet, dass die mich nicht angreifen. Moment mal, Level 24 sind die Viecher, ne? Machen wir sie doch einfach weg. Das gibt noch ein bisschen Erfahrung und bringt mich wahrscheinlich auf Level 27. Wenn die jetzt nicht mich angreifen würden, wäre das alles super. Ich will das Vieh nämlich noch schnell ins Schwanken bringen und... Das hat das Vieh nicht gejuckt. Nee, ich habe die Attacke noch gar nicht eingesetzt. Verdammt, und jetzt habe ich es verkackt. Nice! Das liegt ja. Hätte das Vieh es ausgewichen. Wo ist denn das Vieh jetzt schon wieder hin? Ach, unter der Erde, okay. Ich würde sagen, ich heile mal ein bisschen. Auch wenn es gerade nicht wirklich notwendig war, aber ich finde Fandalone einfach so, also Haze, Hase, so cool als Klinge. Ich kann keine Attacke einsetzen. Moment mal, vielleicht ja Flora. Nee, ist schon durch, verdammt. Na gut, dann nicht. Das war jetzt blöd. Hitzeschub, Dampfbombe, Flächenbrand. Oh. Ist das schon wieder die Stufe 4 Fähigkeit? Ja, anscheinend. Habe ich wohl wieder etwas zu weit aufgeladen. Oh, Kernexplosion. Hallo, ich hab doch gedrückt. Das war jetzt irgendwie eigentlich schon mehr unnötig. Medio, aber da haben wir schön noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Wie gesagt, Lore jetzt Stufe 27. Er hat auch irgendwas erhalten. Ach. Was ist das? Reduziert durch Angriff erzeugte Wut um 20%. Ja, na gut. Braucht man halt schon so irgendwie ein bisschen als Damage-Dealer, damit die halt nicht immer gleich auf einen drauf gehen. Ach ja, hier war ja auch ein Lager. Verdammt. Boah, man kriegt so wenig Items. Wenn ich da ans Hauptspiel gerade denke, ich habe so viele Klingen und alle haben diese Sammeldinger voll. Da fliegen einfach so viele Items daraus. どうしたの?いや、この村どこか懐かしい。そんな気がしたんだ。以前来たことがあるとか?記憶にはない。ただ。じゃあ、この村散策してみない?何かあるかもしれないし。あ、そうだな。 Aha, also es kommt Jin bekannt vor. Ich weiß nicht, was das... Ich meine nicht, dass es irgendeine... Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Ich meine, Klingen haben keine Erinnerung. Also selbst... Er dürfte eigentlich nicht... Oh, die letzte Schatztruhe. Jawohl, Schlösser knacken 2. Oh, ich mach's immer falsch. Ich mach's immer Falsches. Meine Güte. Gut, dann gucken wir mal. Jäger aus Hyber. Buzz Lightyear. Nett, euch zu treffen, Reisende. Oh, dann ist die Brücke von Nett also wieder repariert, ja? Hier ist sowieso nicht viel los, aber seit die Brücke kaputt war, kamen überhaupt keine Reisenden mehr durch. Ich bin wirklich froh, dass man die Brücke jetzt wieder überqueren kann.
Hört mal, wenn ihr von hier aus in die Danak-Wüste, wenn ihr von hier aus die Danak-Wüste durchqueren wollt, ruht euch doch im Gasthaus etwas aus. Die Wüste zehrt ganz schön an den Kräften, selbst wenn man ein starker Meister oder eine Klinge ist. Wieso baut man in so einem Land eine Stadt, wo das halt so richtig heftig ist? Also, keine Ahnung. Ich frage mich, wie viele ich von diesen Fässern öffnen muss. Aber es sind wohl doch noch eine ganze Menge. Welche Tür ist denn? Oh, hier, was haben die? Der hat aber ganz schön gehortet, der Junge. Also wem auch immer hier das Haus gehört, ne? Haufen grüne Pollenkugeln. Der dealt bestimmt damit. Deswegen kommen wir auch nicht durch die Tür rein. Da ist gleich seine grüne Pollenkugelküche und da kocht er abends hier grüne Pollenkugeln. Breaking Bad mit grünen Pollenkugeln. Ah, hier. Meister und Klingen, wer hätte es gedacht? Ich bin hier, um Monster zu studieren. Ha, ganz schön aufregendes Leben für eine alte Frau. Und genauso will ich es. Ihr seht vielversprechend aus, ihr jungen Leute. Vielleicht erzähle ich euch eines Tages davon. Aber wenn ihr mehr über dieses Dorf wissen wollt, ja, dann fragt besser jemand anderen. Ich bin hier nur zu Besuch. Gut, für so eine alte Frau ist sie noch ganz schön mobil. Wow, toll. Ich habe schon ewig keinen Meister... ich habe schon ewig keine Meister und Klingen mehr gesehen. Dieses Dorf ist so klein, es gibt nur zwei Häuser und ein Gasthaus. Es war mal größer, aber es kommen nicht mehr so viele Leute vorbei. Wenn ihr im Gasthaus von Theo übernachtet, kommt und spielt mit mir, okay? Okay, und jetzt ist der Gastwirt gespawnt. Oh, hier sind wieder Waffenhändler. Vielleicht kann ich mir noch eine bessere... einen besseren Splitter wird's nicht. Denn ich wollte die Crit-Rate eigentlich schon bei so ungefähr dieser Höhe lassen, die sie jetzt hat. Oh, dass überall die Crit-Rate runtergeht, das ist so nervig. Oh, aber die Blockrate geht noch hoch. Auf die paar Prozent verzichte ich mal von der Crit-Rate von Brigitte. Und hau lieber noch mehr Blockrate rein. Das ist mir bei den... bei Abwehrklingen dann wirklich lieber. So, hier das auch noch. So, und da haben die nämlich schon mal ganz gute Blockraten. So, dann erzähl mal, Theo. Meister und Klingen. Wenn ihr die Wüste Danak durchqueren wollt, solltet ihr euch zuerst mal im Gasthaus erholen. Ich kann euch nicht viel bieten, aber ich tue, was ich kann. Das klingt mir irgendwie ein bisschen seltsam, ne? Alle wollen mich dazu verleiten, geh ins Gasthaus, erhol dich dort. Und zwar jeder, ne? Die wollen mich garantiert ausziehen, nacksch. Also, die wollen mir alles abziehen, meine ich damit. Ich bin stolz auf meine Arbeit hier. Immerhin habe ich 70 Jahre hier durchgehalten. Na gut, probieren wir es mal. Bitte kommt herein. オルネラさんのブレードだったお人かね。オルネラ？いや、俺は。そうじゃろ？ほら、この辺の。この辺？懐かしいの。あの時はじゃ、まだこんくらいの子供での、その条件を背負った姿。 憧れたもんじゃ。あんたたちが来てくれなかったら今頃この村、そうじゃ。あんたたちが暮らしてた家、村外れに残っとるんじゃよ。家？裏手見てくるね。ああ。
分荒れ果ててるのね。90年くらい経ってるって聞いたけど、どうしたの？何か思い出のものでもあった？いや、何もないよ。そうか、残念だな。前のあなた知りたかったのに。俺は俺だ。いつだって変わりはない。ラウラ、どうした？大丈夫か？胸に刺さった。ズッキューンって。胸？ズ？いい、今のセリフすっごくいい。は？ねえ、気づいてないでしょ？あなた時折ものすっごく胸に刺さる言い方するの。俺が？天性の女たらしね、あなた。いや、俺は単に。絶対以前もきっとそう。ラウラ、一体何を？幸せそう。いい笑顔だね。この人でしょ、オルネラさんって。ああ、多分そうだと思う。あなたの隣でこんな笑顔で笑っていられるんだもの。そうだよ、絶対。ラウラ。そうだ、撮ろう、写真。写真？私たちも。ちょっと、なんで部外者まで割り込んでくるのよ。私はシンと。いいじゃないか。五越同州一連卓勝、袖振り合うもんなんとやらでさ。それあまりいい例えではないぞ。抜け駆けなんてダメですからね。新鮮だな、こういうの。陛下、お戯れもほどほどになさいませんと。いいじゃない、これも経験よ、わだつみ。もう、なんなのよこの人たち。それじゃ撮りますよ。皆さん、笑って笑って。はい。Also zwischen den beiden funkt's ja schon ganz schön, oder? いつからアデルと？3年くらいかな。光とは1年くらい。村が洪水で流されちゃってね。助けてもらったんだ、アデル様に。そう、戦争じゃないんだ。同じだよ。物資が足りないとかで山を丸裸にして、それで洪水が起こって。姉ちゃん、ん？母さん探してたんだろ？やっぱ戦争で生き別れたとか？だったらよかったんだけどね。ん？訳ありだったんだ、うち。訳ありって？ん？ああ、そっか。母さん雇われだったんだけどね。私は10歳まで駒使いしていて、そんな時にシンと出会ったの。10歳でドライバー？うん、人情沙汰になっちゃって逃げるように家を飛び出して、気がついたら17年。27には見えないな。20歳くらいかと思ってた。こいつ嬉しいこと言ってくれるじゃない。じゃあ俺やサタと同じだな。そうね、今はそんな子たちだらけだから、一緒にいてあげたいなって。私のそばにシンがいてくれたように、たとえ本当の家族でなくてもね。サタヒコ、
あら、ノーリアクション？それ結構落ち込むんだけど。大丈夫だよ、こいつ喜んでるよ。すごい、わかるの？まあね。そっか、よし、元気が湧いてきたぞ。一日も早く平和な世界にして、みんなで暮らそう。おう。輪に入ればいいのに。私が？天の聖杯だからって無理する必要はない。私は別に無理なんか。自然なままの君でいればいいと思うよ、僕は。あの子たち、やっぱり連れてくのかな？心配なのか？うん。今の世はどこにいたって戦いがすぐそばにある。普通の戦いなら私たちで守れるけど。あ、どこに行く？ちょっとアデルのとこ。こんな時間にか？気持ちを聞くだけ。固まってるなら私もそれに従うだけだから。いつからそこに？なんで人のベッドで寝てるのよ！何言ってんだ！兵隊！けだもの！近ー！やめろ！ここは俺のベッドだ！お前のベッドはそっちだが！いつもいつもみんなに迷惑ばっかりかけやがって！このダサい坊！ちょっと待て！落ち着け二人とも。いってー、もういい加減にと。あー、そりゃ騒がしいな。何をやっている？今は行かない方が良さそうね。賢明だな。うん、明日にしよう。明日に。Okay, so ähnlich die Situation kennen wir ja schon. Ohayo. Ohayo. Kega? 大丈夫? これなら大丈夫。災難だったね。ああ、本当にとばっちりだよ。以前、もし自分のような子供に出会ったら力になりたいって言われてね。ついてくるなとは言えなかった。そう、あの子たちなりに考えてるんだね、この世界での自分たちの居場所を。あの年で大したもんだよ。なら私たち大人が守ってやらないとね。ああ、責任重大だな。Okay, das war wieder so lange Cutscenes. Nun, denn ich hoffe, ihr seid bereit für einen kleinen Abstecher in die Wüste. Und wehe, irgendjemand hat seine Medizin vergessen. Ich nicht. Macht dir keine Sorgen. Milton, Mikael, was ist mit euch? Wir sind beide gut versorgt. Ich habe höchstpersönlich darauf geachtet, dass Mikael auch dran denkt. Dann auf in die Wüste, Schönheit der Wüste Danach. So rum. Von dort aus ist es nicht mehr weit bis nach Oresco.
Nee, Erasco war der Suppentopf. Entschuldigung, es gab ja... Ja, stimmt, von Erasco gibt es so Suppentöpfe. Das war nicht Auresco, Entschuldigung. Hoffentlich verlaufen wir uns da draußen nicht. Das wäre übel. Wir müssen in die Hauptstadt so schnell wie möglich übers Wir müssen die Hauptstadt über Marlos Pläne in Kenntnis setzen. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Ja, wir machen aber hier erstmal Schluss. Das war jetzt schon wieder... Also so lange Cutscenes. Natürlich super cool, ne? Die Situation, die gab es ja schon mal so ähnlich. Und... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, dann geht's in die Wüste. Bis dann, haut rein.